Es gibt ein Strategiespiel, Freunde, das ist im Jahr 2022 erschienen, im April war es, um genauer so zu sein, 2022. Es ist seit über 2 Jahren auf dem Markt und hat in den letzten Jahren auch ein paar coole Updates bekommen. Ich rede über Domination, was ich vor langer Zeit schon mal gestreamt habe. Ich habe das schon mal auf Gaming Krabbe gespielt und aufgrund der ganzen coolen Updates und der Tatsache, dass sie immer wieder nach Spielen fragte, die im Jahr 2024 spielen, und das Spiel deutlich einfacher zu erlernen und zu verstehen ist als zum Beispiel Hall 4 und trotzdem Spaß macht, dachte ich mir, stelle ich es euch jetzt hier einfach mal vor. Die Rede ist, wie gesagt, von Domination und das Spiel bietet zum einen einfach eine ganz normale Karte im Jahr 2024. Das heißt, wir können mit einer von allen Nationen der Erde spielen, rein theoretisch, was auch immer wir wollen würden. Wir könnten als Malawi spielen, wir könnten als Antigua und Barbuda spielen, als die Seychellen. Und je nachdem, welche Nation wir auswählen, desto einfacher oder schwieriger wird das Spiel. Ne? Wir können zum Beispiel sehr einfache Nationen auswählen, das sind dann China, die Vereinigten Staaten, Indien und Russland. Oder wir wählen die schwersten Nationen aus, die es rein theoretisch gibt, wie zum Beispiel die Türkische Republik Nordzypern. Aber natürlich können wir auch als Deutschland spielen, ne? Das ist eine schöne Sache. Also, das ist dann einfach mal quasi so das Base-Game, sage ich mal. Aber dazu kommen wir gleich, meine Freunde. Seht ihr auch, wir beginnen direkt im August 2024. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, wird es wahrscheinlich schon September sein. Und das ist einmal die gesamte Weltkarte. Also, wir können hier wirklich überall hin. Wir können alles bereisen, wir können alles bekämpfen. Und es gibt natürlich dann auch so Bündnismechaniken, wie zum Beispiel die Europäische Union. Es gibt Diplomatie, es gibt Armee, es gibt Forschung und viele andere coole Sachen, die wir uns jetzt noch mal anschauen, wie zum Beispiel hier auch übrigens Ideologien gibt es. Ihr könnt zum Beispiel euch dazu entscheiden, Autokratie zu werden, kommunistisch, theokratisch oder faschistisch. Das Deutsche Reich faschistisch, ja, ja. Aber was ich ja eigentlich noch viel cooler finde, ist das benutzerdefinierte Spielen, was es gibt, denn da gibt es sehr, sehr viele coole Sachen, die ihr machen könnt. Zum Beispiel könnt ihr Koalition gründen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, wir möchten 2 große Bündnisse haben. Zum Beispiel Bündnis 1 und dann fügen wir nochmal ein Bündnis 2 hinzu. Bei Bündnis 1 sagen wir jetzt, okay, wir möchten hier zum Beispiel die Europäische Union drin haben. Das heißt, wir haben jetzt hier die Europäische Union. Und im Bündnis 2 sagen wir jetzt, okay, wir möchten jetzt dann einfach mal die Arabische Liga drin haben. Und dann haben wir die Arabische Liga hier drin. Und dann sehen wir dann auch direkt, wenn wir das Spiel starten, hier gelb ist die Europäische Union und in lila ist dann die Arabische Liga. Was denn hier der Fall ist, diese 2 Fraktionen können sich nicht auflösen. Also die sind quasi gelockt, der Rest verhält sich halt dementsprechend neutral. Also die machen quasi ihr Ding, wie sie es so auch machen würden. Was ich auch cool finde, das ist jetzt zwar nicht so nice übersichtlich, aber es ist trotzdem so ein netter Indikator, ist hier oben links. Ihr seht hier nämlich anhand der Farben, wie stark die einzelnen Fraktionen oder Nationen sind. Wir haben hier die Vereinigten Staaten, das ist dieses Graue. Dann haben wir die Chinesen, das ist hier das ein bisschen andersfarbige. Und dann haben wir Russland, die sind allerdings relativ schwach vergleichsweise. Europa ist hier ganz links aufgeführt und die Arabische Liga ist halt relativ schwach, wie wir auch sehen können. Was wir jetzt erstmal machen, ist, wir machen den Krieg der Kontinente, meine Freunde. Das heißt, jeder Kontinent wird eine Koalition bilden. Und da kommen wir dann insgesamt auf 5 Koalitionen, da ich jetzt hier einfach mal Amerika jeweils gesamt gemacht habe. Und dann gibt es noch jede Menge benutzerdefinierte Einstellungen. Zum Beispiel könnt ihr einstellen, wie aggressiv die KI sein soll, wie stark sie sein soll, wie sehr sie sich auf bestimmte Bereiche fokussieren soll. Ihr könnt da wirklich fast alles einstellen. Interessanterweise hat man Kasachstan hier gekockblockt. Naja gut, man kann nicht alles haben. Oh, das ist übrigens die Erde auf den Kopf gestellt. Gibt es hier rein theoretisch auch. Jetzt schauen wir mal, ne? Krieg der Koalition. Ich bin sehr gespannt. Was ich auch sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass, na gut, das ist natürlich niederländisches Territorium hier drüben. Das ist mir schon klar. Oder französisches Territorium. Und aus irgendwelchen Gründen gehört die Niederlande zu Amerika. Aber gut, davon abgesehen, das könnte man natürlich manuell noch ändern. Und wir wollen noch mal sehen, wie dieser Krieg der Kontinente hier verläuft in diesem Szenario. Und ich glaube, das ist tatsächlich mit das in Anführungsstrichen realistischste, was man haben könnte in unserer heutigen Zeit im Jahr 2024. Es wird halt relativ viel einfach berechnet. Wirtschaftsstärke pro Kopf, Bruttoinlandsprodukt. Es wird Fläche, Militärmacht, Verteidigungskraft, politische Freiheit, Bruttoinlandsprodukt, Bevölkerung. Es wird relativ viel mit reingenommen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man hier in Hearts of Iron 4 oder ähnlichen Spielen so niemals haben werden. Und wir sehen, der Konflikt zwischen Europa und Afrika ist jetzt ausgebrochen. Und natürlich zwischen den einzelnen Koalitionen gibt es selbstverständlich keinerlei kriegerische Akte, das ist natürlich logisch. Und Europa ist tatsächlich jetzt schon in Afrika gelandet.
Könnt ihr übrigens hier oben rechts die Spielgeschwindigkeit einstellen. Und noch eine andere Sache, sollte ich vielleicht dazu sagen, dieses Video ist nicht gesponsert. Also ich finde das Spiel einfach generell echt cool, weil man einfach mal ein bisschen so nebenbei Spaß haben will. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich kriege jetzt Geld dafür. Dafür sind ihr seid dafür zuständig, die Kanalmitglieder oder die Leute, die sich die Werbung anschauen. Ihr seid dafür zuständig, dass ich mit diesen Videos Geld verdiene, meine Freunde. Und deswegen an der Stelle ein großes Dankeschön an alle Unterstützer des Kanals. Egal, ob ihr Werbung schaut, ob ihr Kanalmitglieder seid oder nette Kommentare schreibt, einen Daumen nach oben presst. Vielen Dank für eure Unterstützung. Nachdem jetzt die erste Invasion in Afrika abgewehrt werden konnte, sehen wir jetzt hier eine portugiesische Armee, die hier ein bisschen Stress in Marokko macht. Und wir sehen auch, Russland ist hier mit vertreten jetzt. Allerdings sehr interessant. Russland ist... Oh. Russland hat die Seiten gewechselt? Oder wurde Russland einfach overthrown? Oder war Russland von Anfang an in Europa mit drin? Digga, ich habe nicht aufgepasst. Man sieht hier oben links übrigens, Asien und die USA sind die stärksten Koalitionen. Europa ist ein bisschen schwächer, Afrika und Ozeanien sind Trash, dann kommt Kasachstan. Okay, aber der Beitritt von Russland auf Europaseite, das ist schon ein Gamechanger, glaube ich. Wir haben hier eine russische Armee relativ stark. Wir haben eine, lass uns das mal kurz angucken, wir können hier auch mal ein bisschen die Armee stärken, immer mit 10. Wir sehen hier 10.000 Infanteristen. 20.000 schwere Infanteristen, 350 Panzer, 200 Artillerie und keinerlei Flugzeuge hier drin. Scheinbar ist die russische Luftwaffe nicht ganz mit hier rüber gekommen. Wir können uns auch direkt, wenn man der Nation anklicken, auch ein bisschen so die Schlachten angucken, die es gab. Also wir sehen hier, Russland hatte hier einige Schlachten am Laufen. Wir sehen hier die Verluste, die sie erlitten haben, 413 Panzer, 200 Artillerie. Auf der feindlichen Seite gab es Verluste von 170 Panzern. Und wir sehen auch, welche Auswirkungen das auf die Gesamtstärke hatte. Oder beziehungsweise, ich glaube, das ist die Gebietszuwächse. Ich denke mal, sind die Gebietszuwächse sogar. Hab's länger nicht gespielt. Gibt ein paar coole neue Features, die ich so noch nicht ganz in meiner Glubspirne drin habe, meine Freunde. Aber ich sag euch, das ist alleine schon deswegen so cool, einfach sich das Ganze so anzugucken. So. Wie spielt sich das Ganze aus? Und du kannst ja rumspielen. Du kannst mit Einstellungen, da gibt es ja dann Möglichkeiten, noch Sachen einzustellen. Du kannst zum Beispiel bei fast allen Nationen dann hingehen und kannst dann zum Beispiel die Armee einstellen, die Forschung einstellen, diplomatische Sachen einstellen, wenn du im zufälligen Modus bist, nicht im normalen Modus, da geht's nicht. Aber wenn du jetzt wie hier einfach so spectatest, du kannst alles machen. Du kannst alle schwachen Nationen zum Beispiel sau stark machen, alle starken Nationen sau schwach machen. Du kannst so viel Zeug machen mit diesem Spiel. Das ist so lustig. Und es hat auch relativ gute Bewertung. Ich glaube, das liegt so irgendwo bei 80% positiver Bewertung. Während wir jetzt hier sehen, Spanien tut sich hier relativ schwer. Afrika pusht zurück. Während Russland, Portugal und Spanien jetzt hier aktuell in... ja, Nordafrika vertreten sind. Und Europa startet jetzt direkt den nächsten Konflikt, tatsächlich mit Asien. Und Asien, wir sehen auch sofort, die Balance of Power ist ein bisschen Richtung asiatische Seite geswitcht, weil Asien pusht jetzt in aller Gewalt in Russland rein. Ja, um Himmlers Willen, meine Freunde. Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße, über Norden. Das sieht gar nicht gut aus für Russland. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also Russland wird wahrscheinlich bald nicht mehr existieren, meine Freunde. Die USA und deren Verbündeten, die chillen einfach ein bisschen weiter. Jetzt der Vormarsch der asiatischen Streitkräfte zum Erliegen gekommen. Russland könnte jetzt hier gegebenenfalls gegen Offensiven starten. Machen sie jetzt auch. Also die indische Offensive wurde abgeblockt fürs Erste. Aber Europa hat starken Schaden genommen. Das dürfte militärisch... ja, hart sitzen und dann starten die Chinesen direkt die nächste große Offensive. Mei, mei, mei. Und jetzt kommen die USA und fallen in Frankreich ein. Oh meine Güte. Die Gebiete hier in Südamerika wurden bereits beschlagnahmt und... Gottes Willen. Die USA haben sich ein großes Stück Frankreich einverleibt. Das ist das Jahr 2033 in der Zwischenzeit angelangt, Freunde. In Nordafrika tut sich nichts mehr. Auch in Russland haben wir so einen kleinen Stillstand. Der Kriegsbeitritt der USA hat kurzfristig wehgetan. Aber es gibt hier Aufstände, glaube ich, in der Region. Deswegen gehen die Gebiete jetzt wahrscheinlich wieder zurück an Frankreich. Das tun sie auch. Es ist nämlich folgendes Schauspiel, wenn sie die USA nochmal versucht haben, eine Invasion zu launchen. Die Gebiete müssen natürlich auch erst befriedet werden. Das ist nicht so, dass sie einfach direkt besetzt werden, die gehören einem. Nein, die müssen befriedet werden. Das heißt, es gibt dann Aufstände und wenn man die nicht unterdrücken kann, weil die Manpower dafür fehlt, die Ressourcen dafür fehlen, dann gehören die dann halt im Laufe der Zeit wieder zum Beispiel zu Frankreich. Vor allem, wenn die dann in feindlichem Territorium oder von feindlichem Territorium umgeben sind. Ich sehe auch Asien tatsächlich jetzt in Kanada hier vertreten. Das sind die Chinesen, die gehören da nicht hin, dass die Chinesen auch überall sich einmischen.
Während wir jetzt hier die nächste chinesische Offensive in Russland sehen, also Russland wird Stück für Stück weiter aufgefressen, während sich Afrika Gebiete in Europa langsam aber sicher zurückholt und Australien wird jetzt auch von dem asiatischen Bündnis attackiert und hat ebenfalls große Teile seiner Gebiete hier abtreten müssen. Die USA landen jetzt in Russland und in Spanien und in Afrika und in Großbritannien. Das sind große Gebietsgewinne für den amerikanischen Kontinent. Frankreich ist gefallen. Italien wurde im Norden nochmal zurückerobert, aber das sieht gar nicht gut aus für Europa. Oh, wei, wei, wei. Auch die Vereinigten Staaten jetzt weiter hier in Südafrika am Stress machen. Ja gut, das ist jetzt das Jahr 2100, glaube ich. Deswegen, wir schauen natürlich weiter uns das Ganze an. Wir hören natürlich hier nicht auf. Wir sehen jetzt hier Balance of Power. Wir sehen hier die Asiaten und die Amerikaner. Ganz, ganz klar. Die zwei dominierenden Fraktionen. Und da ist die Frage, wer macht das Rennen jetzt? Also Asien ist, glaube ich, ganz klar im Vorteil. Allein aufgrund der Tatsache, dass die hier die ganzen europäischen Kontinente und Ressourcen sich mit einverleiben konnten. Und auch hier die Invasion in Nordamerika läuft jetzt im großen Stil. Aber jetzt kommt die Gegenoffensive. Aber die war nicht erfolgreich. China wieder eine große Offensive in Kanada jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grönland wird ebenfalls von den Asiaten mit in Besitz genommen. Ihr seht auch die... Der Ausschlag hier in der Balance of Power, weil die Amerikaner immer noch mal ein bisschen zurückkommen. Die Asiaten brauchen mal so ein klein bisschen, aber erobern jetzt hier größtenteils ganz Afrika. Das sieht nicht gut aus aktuell. Es scheint so, als ob Asien jetzt hier, wie man es eigentlich fast schon erwarten würde, wahrscheinlich den Endsieg davon trägt. Das ist natürlich nicht so toll, wenn man das jetzt aus dem europäischen Standpunkt nimmt. Wir gehören jetzt alle zu Asien aktuell, super. Bei der weiß ich jetzt nicht, was schlimmer ist, Asien oder Amerika. Will ich doch noch lieber unabhängig bleiben. Ich finde es eigentlich auch total lustig, dass es einfach noch Arabien gibt. Es gibt noch Algerien, es gibt noch Libyen, sogar Südafrika gibt es noch. Aktuell konzentrieren sich die Amerikaner und Asiaten auf das Duell untereinander und lassen die Afrikaner so ein bisschen in Ruhe. Und jetzt gibt es die nächste große Offensive. Man sieht immer so ein bisschen, es dauert immer eine Weile. Also es gibt große Offensiven. Wir gehen jetzt auch irgendwo in das Szenario ein, dass wahrscheinlich die Erde komplett atomar zugemüllt ist, komplett atomar verseucht. Das heißt, die Kriege dauern sehr, sehr lange. Aber jetzt macht sich hier gerade dann doch schon sehr, sehr deutlich sichtbar. Kanada wurde besiegt. Die Vereinigten Staaten kämpfen noch heldenhaft hier in den letzten Gebieten. Japan ist jetzt auch mit dabei und Indien. Und dann fällt hier tatsächlich innerhalb der letzten 100 Jahre dann auch gesamter amerikanischer Kontinent, okay. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt mal so gesehen, wie das ausschaut. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen uns nochmal was an. Wie gesagt, ist üblich, es macht übel Spaß, einfach so Szenarios zu erstellen. Was wir jetzt machen können, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar gehen wir jetzt in die Einstellungen. Wir können jetzt nämlich die Nation bearbeiten. Ne? Wir sagen zum Beispiel, okay, wir geben denen kein Geld. Also wir machen die Pleite, zum Beispiel die Chinesen. Wir machen jetzt mal die größten 10 Nationen komplett broke. Keine Armee, kein Geld und kein Wohlstand und keine Forschung. Okay, die haben viel Bevölkerung und viel Land. Okay, aber sonst nichts. Und das machen wir jetzt mit allen Big Playern. So, würde ich sagen, jetzt haben wir mal die größten Nationen abgeschwächt. Jetzt schauen wir uns das Ganze dann nochmal an. Also nur Zuschauer, ich hatte jetzt aus Versehen Britannien ausgewählt. So, dann schauen wir mal, wie sich die Welt jetzt entwickelt. Wir haben keine EU, wir haben keine Bündnisse. Und wie gesagt, die Big Player, die sind halt jetzt am Arsch. Wir sehen die Ukraine, greift direkt Russland an. Digga, das ist nicht gestaged oder so, das ist gerade einfach passiert. Indien bekommt aktuell hier unten Probleme mit Sri Lanka. Also Sri Lanka holt sich Indien. Die Chinesen sind natürlich, wie gesagt, auch komplett trash. Ihr seht es, sie haben überhaupt kein Geld. Die sind komplett pleite und das ist natürlich eine lange, lange Geschichte, sich da Geld zu holen. Mexiko hat sich direkt einmal in die Vereinigten Staaten eingekauft, oder? Ich glaube, das täuscht. Da ist noch nichts passiert aktuell. Norwegen ist in Russland eingefallen und wir haben hier Finnland. Finnland ist ebenfalls schon in Weißrussland, glaube ich, einmarschiert. Ja, Weißrussland. Er existiert ebenfalls nicht mehr aktuell. Trotz allem, aktuell passiert noch nicht so viel. Also Indien wird ein bisschen aufgespalten, Pakistan hat sich versucht zu vergrößern. Indien hat aber in der Zwischenzeit so eine kleine Armee aufgebaut. Nee, haben sie nicht tatsächlich. Das sind nur die Milizen. Also je größer und je mehr Bevölkerung ein Land hat, rein theoretisch auch je reicher und je besser die Forschung sind, desto stärker sind auch die Milizen in einem Land. Ne? Haben jetzt allerdings, glaube ich, relativ wenig Boni im militärischen Bereich. Ausgaben. Stimmt, Ausgaben gibt es auch noch, Freunde. Darüber habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ihr könnt festlegen, wie viel Geld ihr in bestimmte Bereiche eures Landes investiert, was dann halt auch eben wieder zum Zuwachs oder Kollaps vom Bruttoinlandsprodukt führt. Und wir sehen, Kasachstan hat jetzt ebenfalls mit Russland angegriffen. Also Russland sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus aktuell.
Ist aber auch erwartet gewesen. Und wie gesagt, die Big Player, die werden dieses Mal keine Rolle spielen. So viel ist sicher, auch hier mit dem Wachstum von 8,3%. Das ist ein sehr gutes Wachstum, aber 8,3% von 0,0053 Gold ist halt gar nichts. Also zum Vergleich, Deutschland hat 9,2 Millionen Goldbarren, sage ich mal, ein Wachstum von 3,5%. Das sind natürlich ganz, ganz andere Maßstäbe. Nutzen wir doch kurz diese Sekunden und bedanken uns bei den Kanalmitgliedern. Diejenigen, die jeden Monat dafür sorgen, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, der Kanal läuft, ich alle Leute bezahlen kann, die hier mitarbeiten und immer noch motiviert bin, jeden Tag neue Videos aufzunehmen. An der Stelle an euch alle ein extra fettes Dankeschön für euren Support. Aber natürlich auch an alle anderen, die die Videos schauen, liken und kommentieren. Danke, ihr seid die Geisten. Und übrigens hier, Spanien. Spanien hat sich Frankreich geholt. Frankreich ebenfalls gecancelt worden. So ein bisschen hatte keine Armee mehr. Und Portugal ist hier an Südkorea gefallen. Digga, what the actual fuck? Deutschland wurde nicht geschwächt. Die Südkoreaner haben sich einfach was geht mit Südkorea? Hä? Was ist mit Südkorea los? Oh, die sind noch Platz 1 im Bruttoinlandsprodukt. Boah, die Südkorea, gut, die haben sich Deutschland gesnackt, ne? Deutschland, Portugal ist mit dazugekommen. Die Südkoreaner haben jetzt tatsächlich das stärkste Bruttoinlandsprodukt im Spiel. Heieiei, Heidewitzka, Alter. Puh, scheiße. Das wird interessant. Spanien ist jetzt aktuell bei den Briten zu Besuch. Die Briten sind von Irland besiegt worden. Wir können uns natürlich auch eine Rangliste mal anschauen nebenbei. Und wenn wir hier dann mal auf die Tabelle schauen, dann sehen wir, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. Südkorea vor Spanien, Italien und Brasilien. Was die reine Armeestärke angeht, ist Nigeria aktuell auf Platz 1. Und Vietnam und Irland auch sehr, sehr stark mit dabei. Es ist das Jahr 2055 in der Zwischenzeit. Und wir sehen hier am Balkan, Rumänien, da gibt es auch viel Boxerei, allerdings keine großen Gebietszuwächse zu verzeichnen. Ungarn expandiert es in die Ukraine, Norwegen ebenfalls im Krieg mit der Ukraine. Sehr interessant, Finnland hat sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen vergrößert. Und Schweden wird von Dänemark so ein bisschen aufgefressen. Während Südkorea jetzt versucht, in der Türkei einzufallen, das hat auch gut funktioniert. Südkorea schafft es, seinen Rang im Bruttoinlandsprodukt zu halten. Militärisch allerdings viel zu schwach, rüstet jetzt aber massiv auf und Platz 17 auf Platz 5 vorgeschnellt. Ja, hält sich jetzt irgendwo so auf Platz 4, 5 Ebene. Die Türkei, ja, hat erstmal, glaube ich, einen Friedensvertrag geschlossen mit den Südkoreanern. Da gibt es aktuell keinen Krieg, soweit ich das hier sehe. Südamerika selber, ja, da gab es kleinere Konflikte, nichts allzu Großes aktuell. Auch Mittelamerika, Kanada hat sich hier was geholt. Und auch Panama ist ein bisschen größer geworden. Aber was ich sehr faszinierend finde, ist die Tatsache, dass keiner die USA angreift. Also halt echt. Und langsam aber sicher kommt man auch ein bisschen an Gold. Also gucken wir mal, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das sind alles arme Schweine. Indien lebt übrigens noch, was ich sehr faszinierend finde. Die haben es aber nicht gestiegen. Der Inder leben nur aus dem einzigen Grund. Ich glaube, die Inder leben wirklich nur, weil die so eine krass große Bevölkerung haben. Aber Indien wächst auch im Bruttoinlandsprodukt langsam. Ist auf Platz 45 schon in der Zwischenzeit. Würde ich noch nicht ganz abschreiben, die Inder. Und jetzt... jetzt hat es Kanada gewagt, tatsächlich die USA anzugreifen. Kanada übrigens auf Platz 1, was die Gesamtfläche angeht. Militärisch nichts, aber Verteidigungskraft von Kanada ist enorm. Verteidigungskraft, Militärstärke 760 Millionen Punkte. Die Vereinigten Staaten haben eine Verteidigungskraft von 100 Millionen Punkten. Aber es dauert natürlich, so eine Offensive auszuführen. Indonesien hat jetzt tatsächlich ganz Australien erobert. Also Indonesien würde ich jetzt vielleicht sogar auch mit zu einem der größeren Player zählen. Bevölkerungstechnisch auf Platz 1 mit 2,75 Milliarden. Und Bruttoinlandsprodukt auf Platz 2. Fläche auch auf Platz 2. Also sehr, sehr interessant. Russland hält sich ebenfalls aktuell noch. Und Spanien wächst ebenfalls immer und immer weiter. Das ist sehr interessant. Und wir haben jetzt die nächste Offensive der Spanier jetzt in Korea. Also Deutschland eigentlich. Mal gucken, wie lange das die Koreaner noch abwehren können. Und Mexiko. Mexiko ist ebenfalls aus dem Winterschlaf aufgewacht, während Kanada, oh Gott, Kanada expandiert gerade richtig, um Himmels Willen. Kanada, Fläche Platz 1. Bevölkerung mit 6 Milliarden in der Zwischenzeit. Auch mit großem Abstand auf Platz 1. Und Bruttoinlandsprodukt auf Platz 2. Wer ist auf Platz 1 im Bruttoinlandsprodukt eigentlich, meine Freunde? Das ist eine interessante Frage. Es ist Spanien. Spanien ist auf Platz 1. Okay. Oh, Spanien explodiert gerade. Oh, Spanien explodiert gerade komplett. Auch hier im Stärke-Ranking ist Spanien ganz klar auf Platz 1 vor Indonesien. Und Spanien breitet sich gerade in alle Himmelsrichtungen aus, um Himmlers Willen, meine Freunde. Wer macht denn sowas? Aber Kanada ebenfalls. Kanada mit Riesen-Push jetzt.
Oh, Kanada expandiert gerade massiv und ich weiß nicht mal wo. Gut, doch, hier in Afrika, in hier türkisch-iranischen Territorien. Wir haben eine Expansion von Kanada, auch in Südamerika jetzt im großen Stil. Also Kanada ist ganz stark dabei, was die Bevölkerung hat, bei 24 Milliarden. Fläche auf Platz 2, militärisch mit 220 Millionen Mann, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder Stärke-Rating. Wie man das auch immer nennen möchte, mit Abstand auf Platz 1 in der Zwischenzeit. Wir haben militärisch auf Platz 2 Indonesien und wir sehen, ja, viele der ganzen Nationen haben in der Zwischenzeit keine Armee mehr. Es gibt nur noch 14 Nationen, die in diesem Spiel aktuell eine Rolle spielen, militärisch, und 46, die noch am Leben sind. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch bald erübrigen. Es wird sich wahrscheinlich zwischen Kanada und Spanien entscheiden. Ich glaube, Indonesien dürfte hier keine große Rolle mehr spielen. Nein. Und Spanien explodiert gerade in Richtung Russland, meine Freunde. Das ist sehr interessant. Aber ich denke, wobei, Kanada ist noch nicht geschlagen. Also Kanada ist noch nicht ganz weg. Bei... Es ist schwierig zu sagen, wer hier den Vorteil hat. Ah, doch, Spanien. Doch, Spanien wird das, glaube ich, machen hier. Ja, Spanien pusht jetzt auch schon in Südamerika und in Nordamerika. Kanada wird, glaube ich, hier nicht zurückkommen. Nein, also Spanien macht jetzt auch Mexiko platt. Da sind jetzt nur noch wenige Nationen verbleibend. Und würde gerne weiter zuschauen, meine Freunde. Hört auf, mich hier zu canceln. Ich möchte gerne sehen, wer das ganze Ding hier endgültig gewinnt. Es gibt jetzt in der Zwischenzeit nur noch 6 Nationen. Südkorea, Mexiko, Mongolei, Indonesien, Kanada und Spanien. Die Spanier haben 80% Fortschritt. Bruttoinlandsprodukt. Ja, deutliche Vorteile für die Spanier in allen Bereichen, militärisch Indonesien und Kanada eigentlich. Keine Bedrohung mehr für die Spanier, die müssen jetzt eigentlich hier nur noch die Gebiete entspannt erobern. Es hat tatsächlich bis ins Jahr 2600 gedauert, aber Spanien hat gewonnen, Freunde. Und ich habe tatsächlich noch ein paar echt coole Ideen im Kopf, was man hier so machen könnte, um so herauszufinden, wer dann rein theoretisch solchen Kriege gewinnen könnte. Wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, lasst mich bitte in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, ich habe viele Ideen, was man hier machen könnte. Ich habe auch wieder richtig Bock drauf irgendwie. Ist eigentlich echt cool, kann viel machen, kann viel Spaß damit haben. Und deswegen wird es da bestimmt noch ein, zwei Videos geben, je nachdem, wie das jetzt hier ankommt. Ansonsten quetsche ich das vielleicht einfach in Short-Content rein oder so. Ich verlinke euch das Spiel auch noch in meiner Videobeschreibung, wenn ihr selber Bock drauf habt. Lasst gerne einen netten Kommentar da. Schreibt, dass Krabbe der geilste YouTuber der Welt ist. Es hat übrigens fast 90% positive Bewertung, was das Spiel hat. Also wie gesagt, Kuss geht raus an der Stelle, ist saugeil. Ich bin raus für heute. Schreibt mir gerne Kommentare, was ihr sehen möchtet. Und da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ah ja, und nicht vergessen, keine Krabben essen, ne? Tschüss.